Hallo ihr Lieben, wir haben die Degusta-Box bekommen. Gestern kam sie zu uns, jetzt werden wir sie mal auspacken. Da haben wir erstmal Vanille, anscheinend ist Kaffee drin. 100% Single Origin, super, Kaffee. Und dann kriegst du noch 20% Rabatt auf deine Barista Perfection Bestellung. Ja, da bin ich ganz wild drauf. Ich mag keinen Kaffee. Dann Werbung für die Cold Box heißt die, aber die Gusta. Aber die ist diesen Winter cooler. Steht hier. Ja, die habe ich auch bestellt. Bin mal gespannt. Ne? Und dann der Flyer, wo alle Preise draufstehen. Und los geht's. Jetzt haben wir Tee. Taste My New Zealand. Wir hatten schon zwei Länder davon. Bio-Kräutertee mit Manuka-Honig und Lemon-Myrte. Sollte Mörtel sein. Das magst du doch. Ja, bestimmt. Ah, meine Nase juckt. Dann erfährt man was Neues, oder wie war das? Irgendwie sowas, ne? Ja, Taste My New Zealand. Was das mit New Zealand zu tun hat, weiß ich nicht. Aber ich vermute, wegen des Manuka-Honigs. Wo macht man das auf? Hier oben, ne? Ich wollte nur mal riechen. Richtig reinriechen. Nee, das hat bestimmt eine andere Öffnung irgendwo. Diese Teepäckchen haben normalerweise immer so eine tolle Öffnung. Aber egal, ich rieche mal so rein. Ja, es riecht nach Zitrone und Honig tatsächlich. Wir sind gespannt. Einmal, ich mag Tee. So, Tee. Wo bist du denn, du Tee? Ja. Ach so, ich denke mal, es ist die Überraschung. Ein leckeres Überraschungsprodukt für dich. 1,29. Ich denke, das ist das Überraschungsprodukt. Ich meine auch, es wäre damals schon New Zealand gewesen, was wir da hatten. So, High-Protein-Pudding. Schoko. Mag kein Schokopudding. Du? Nicht so gerne, ne? Nicht so gerne. Schwägerin, liebe Schwägerin, magst du sowas? Mögt ihr das? Schokopudding? Sonst geht es in eine andere Richtung. Ich lege die mal auf Seite. Ne? Der Schokopudding. Schade, dass hier nicht dabei steht, seit wann es das jeweils gibt. Ne? Das kostet 1,49. Nicht zum Kochen, ne? Milch zugeben. Ja, Milch aufkochen. Ja, das war mal zum Aufkochen. Ich finde das gar nicht mal so billig, 1,49, ne? 300 Milliliter Milch. Das gibt nicht mal, das ist nicht mal die normale Halbliter-Größe. Ne, da kriege ich ja viel mehr Pudding zu kaufen, fertigen. Ja, nee, das... Selbstgemacht schmeckt das schon besser. Aber der ist ja nicht selbstgemacht. Der ist natürlich selbstgemacht. Was ist denn da selbstgemacht dran? Oh, ich meine nicht, dass du den mit Speisestärke so selber machst, sondern die Vanillepudding oder Schokopudding-Tütchen von verschiedenen Firmen, Dr. Oetker und sowas, die rührst du ja dann in der kochenden Milch an und ja, so. Das ist aber das jetzt ja überleg doch nochmal, was der kostet. Aber dafür kriegst du nochmal 3 Päckchen. 3 Päckchen. Ich weiß, da kriegst du auch noch mehr Päckchen für. Ja, von einer anderen Firma, ja, aber wir reden jetzt gerade von Dr. Oetker. So, und dann haben wir hier ein High-Protein. Ja, wer es braucht. Schokomüsli. High-Protein-Müsli, Schoko und Nuss. Das sind garantiert. Also, da wird sich jemand drüber freuen. Das ist nämlich Salzbitterschokolade wieder. 11% Salzbitterschokolade. Mhm. Ja, da wird sich jemand drüber freuen. Ich bin es nicht. Und du sowieso nicht. Oh, da hätte es auch andere gegeben. Da hätte es auch andere gegeben. Pass auf. Das kann man nicht sehen. Also ein gelbes und ein lilanes. Ich glaube, lila hätte ich gemacht. Beeren. Lila ist Beeren. Ausgerechnet Schoko. Was meinst du, was das kostet?
Das ist garantiert teuer. Was meinst du, was es kostet? Ja, ich denke mal so 2,89. Und du denkst, das sei teuer. 400 Gramm sind da drin. Und du denkst allen Ernstes, das sei teuer, 2,89. Dann ist es noch teurer. 4,99. Ja. Ich finde das auch sehr teuer. Wie packen die denn da mehr Protein rein? Wahrscheinlich mit den Nüssen, ne? Denn was soll da sonst an mehr Protein sein? Eiweiß, Soja-Eiweiß. 6, Milcheiweiß. Ich weiß nicht. Ich finde das blöd. Ich finde das blöd. Was ist aus den guten alten einfach Haferflocken geworden? Hm? Da Joghurt oder eine Milch dazu oder Nüsse rein, Beeren rein. Und viel billiger. Und dann weiß man, was drin ist. Menno, 4,99. Die haben Knall. Wasser. Fößler. Föslauer heißt das. Was soll das heißen? S-I-Ocht oder was? Was soll das bedeuten? Guck mal, ob ich das hier finde. Föslauer Sport, das soll Sport heißen. Ach so, das. Gut. Der Designer hat sich seltsame Sachen einfallen lassen. Es ist Wasser, Leute. Es ist Wasser. Aber garantiert teures Wasser. Natürliches Mineralwasser. Ohne. Ohne steht hier. Ohne Kohlensäure? Ohne. Ich denke ohne Kohlensäure, ja. Da haben sie auch noch dran gespart. Ja. Das ist wahr. Es ist Wasser. Naja, gut, eins steht fest. Wir trinken Wasser. Das wollen wir nicht verschenken. Ja, jetzt, jetzt willst du wissen, was es kostet. Sag mir den Preis. Ach, es geht. Also es sind 0,75 Liter, 0,75 Liter. Und es kostet 75 Cent. Ja, ich weiß. Du kriegst eine zitternde Unterlippe. Es tut mir leid. Ich kann nichts dafür. Hier ist was für dich. Sunrise, Crunchy, Milch und Mineralien. Das magst du wenigstens. Ja. Das ist so Puffreis-Schokolade. Ja. Und zwar mit Vollmilchschokolade. Ja. Nicht Zartbitterschokolade. Ich habe was gefunden für dich. Yay. 65 Cent kostet der. Tja. Und dann haben wir hier von Knorr Gemüsebouillon, purer Geschmack, 35% Gemüse und Kräuter, 100% natürliche Zutaten. Wenn 35% Gemüse und Kräuter sind, was ist dann der Rest? Ach so, Meersalz natürlich. Meersalz und Stärke. Die bestehen dann, die sind dann die 65%, ne? Ja, gut. Und, ist Hefe oder sowas dabei? Nee, ist gut. Meersalzstärke, Karotten, Zwiebeln, Knollen, Sellerie, Sonnenblumenöl, Petersilie, Knoblauch, Kurkuma, Tomatenpulver, Liebstöckel. Liebstöckel ist Maggi-Kraut. Muskatnuss, Rosmarin, ich habe ein Katzenhaar an mir. Rosmarin, Punkt. Ende. Ja, das ist okay. Das ist okay. Gemüsebouillon. Ich möchte nicht, dass da von Little Lunch dieses Brühpulver, oder wie auch immer das heißt, das ist sehr lecker. Und auch ohne Hefe oder Geschmacksverstärker und sowas. Muss ich mal da Werbung machen. Und da kommt der Kaffee. 100% Indien. Schokoladig, kräftig. Stärke. Also, das sind tatsächlich Bohnen. Und wer kriegt das? Hm? Wer kriegt das? Naja, das geht in die andere Richtung. Ja. Das geht nach Ostwestfalen. Genau. Zu unseren lieben Freunden, meine Lieblingsfreundin Claudia. Die freut sich.
Die haben nämlich so eine Maschine, die dann in einem alles also malt und so. So, das sind 200 Gramm, denke ich mal. Ja, 200 Gramm. Es gibt anscheinend drei Sorten. Honduras, Brasilien oder Indien. Und wir haben jetzt Indien. So, die 200 Gramm kosten, was denkst du? Normal kriegst du gar nicht 200 Gramm, ne? Ne? Was kostet das? Keine Ahnung. 3 Euro. 3,99 Euro. Die 750 Gramm Packung kostet 14,99 Euro. Ist also offenbar was Gutes. Wie gesagt, ich mag gar keinen Kaffee. Hätten sie sich sparen können. Ne? Ich dachte, in der Mitte wäre nur so eine Pappe, aber es ist doch noch was drin. So, und dann haben wir unsere Queen, die Süßlupinen. Da sind mal endlich Lupinen aufgemalt. Ich finde Lupinen so schön. Und wenn man mal guckt hier auf diesen Blättern, die haben diesen Lotus-Effekt. Die Sonne scheint mir genau ins Gesicht. Die haben diesen Lotus-Effekt. Das heißt, wenn da Wassertropfen sind, die bleiben so sitzen und rollen so langsam runter. Das ist so schön. Also ich habe die als Kind stundenlang mitgespielt und habe dann also die haben praktisch so Bohnen, wo die Samen drin sind, und die habe ich dann getrocknet und habe einen ganzen Hof, da waren so große Platten, dazwischen natürlich Fugen, und dann habe ich in jede Fugen, alle Fugen habe ich da Samen reingetan, weil ich die so schön fand, die Lupinen. Und ja, danach hatten wir dann also den ganzen Hof voll Lupinen. Mein Papa hat geschimpft, wie kommt das nur? Und ich hab gedacht, nee, sag ich nicht, ich war das nicht. Er ist gestorben, ohne das je zu erfahren, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall ist das also Milch aus Lupinen. Milch aus Lupinen. Milch aus Lupinen hatte ich noch gar nicht. Milchtrink aus Lupinen hatte ich schon, aber Milch aus Lupinen noch nicht. Und kostet 2,49 Euro. Ja, ist toll. Ich finde auch ganz gemein, dass diese Ersatzmilch, also die nicht aus Kühen kommt, dass die mit dem hohen Mehrwertsteuersatz berechnet werden. Nur die Milch damit die niedrigen. Das ist nicht fair. So, und dann haben wir noch Kidneybohnen, dampfgegart, ohne Salz und Zuckerzusatz. Mögen wir. Ist aber jetzt auch nichts überraschend Neues. Das haben hatten wir schon mal. Haben schon gegessen, genau. Wir hatten nur eine kleinere Dose. Ja, das ist aber eine kleine. Nee, wir hatten noch eine kleinere. Ich weiß noch, dass ich es gegessen habe. Also 1,19 kostet das jedenfalls. Und Linsen hatten wir auch da. Und die anderen, die gelben Dinger. Manchmal fehlen mir einfach die Wörter. Wie heißen die denn? Egal. So, und dann haben wir Red Summer Berries von Jim Beam Bourbon Spritz. Das hat Alkohol. Ach, geht aber. 300%. Gut, das können wir mal machen. Alkoholisches Mixgetränk. Was ist denn da noch drin? Mit Beerengeschmack. Und es ist 6,6% Whisky drin. Das schaffen wir. Ne? Das können wir mal machen. Okay, so, was sagen wir zu dieser Box? Das war's. Die Box ist leer. Was sagen wir zu dieser Box? Oh, eine Kiste, Sammy. Tja. Eine Kiste. Also mit dem Wasser, das ist ein Witz. Ich sag's mal, Sportwasser. Naja. Das ist schade, das ist schwein. 5 Euro, bitte. 5 Euro für so ein Päckchen. Bin schockiert. Ich hatte gesagt, was das kostet. Ja. Ah, Sammy in der Kiste. Ja, die Gemüsebouillon, das ist bestimmt auch nichts Neues. Ne? Was hat die gekostet? Das ist eine gute Frage. Das habe ich gar nicht geguckt. 2,19. Ist okay. Entdecke zwei Rezeptideen auf der nächsten Seite. Aha, mit Bio-Bouillon. Da. Was ist es denn? Veganes Wurzelofengemüse, lecker. Und vegane Rahmensuppe.
So, Veggie Burger mit Thai, Chili Mayo für, mit den Kidneybohnen. Da. Veggie Burger mit Kidneybohnen. Aber ich mag die lieber einfach so als Salat, Kidneybohnen. Und du magst sie als Chili con Carne. Mag ich wieder nicht. Ja, was steht hier hinten drauf? Jetzt bist du gefragt. Aha, Gewinnspiel. Neues Jahr, neues Degusta-Glück. Ja, drücken die Daumen, das ist schön. Okay, also, das war jetzt auch nicht überwältigend, weil den hast du auch schon gehabt hier, den Dings da, ne? Mhm. Also, und den Tee, ja, den hatten wir auch schon. Jetzt hat er das innen da rausgeschmissen. Ist das eine schöne Kiste, ne? Ja, Sammy freut sich. Gut, wir werden also nette Geschenke machen können, was sehr nett ist, aber da fragt man sich wirklich, lohnt sich das, dass wir die immer kaufen, ne? Aber andererseits, es kommen doch immer mal schöne Sachen, auf die wir nie gekommen wären, ne? Hoffen wir mal das Beste. Schauen wir mal die nächsten Boxen an, wie es wird, ne? Und dann sehen wir weiter. Tja, überwältigend war auch die nicht. Okay, ihr Lieben. Ich wünsche euch alles, alles Liebe und Gute und bis demnächst. Passt auf euch auf.